Willkommen zurück zu unserem Übungsvideo zur Bildung und Anwendung des Pretérito Perfecto im Spanischen. Nach diesem Video fällt es dir hoffentlich leichter, diese Zeitform zu benutzen und du bist rundum fit im Thema. Also viel Spaß und ab geht's! In unserem letzten Video zum Perfekto haben wir uns mit dem Gebrauch und der Bildung beschäftigt. Wenn du da noch nicht ganz fit bist, dann schau dir vorher dieses Theorievideo an. Jetzt wollen wir das Ganze also üben. Wir blenden dir nacheinander insgesamt 8 Übungssätze ein und du kannst nach jedem Satz kurz das Video pausieren und dann über die richtige Bildung nachdenken. Dann besprechen wir das Ganze natürlich zusammen. Also, erstes Beispiel. In dieser Woche habe ich gekocht. Wie könnte man das auf Spanisch sagen? Überlege kurz, denn jetzt gibt es den Antwortsatz. En esta semana he cocinado. Also, erster wichtiger Punkt. Esta semana ist ein Signalwort fürs Perfecto, soweit so klar. Ich habe gekocht heißt he cocinado, denn wir bilden das Perfecto immer aus dem Hilfsverb haber und dem entsprechenden Partizip. Die erste Person Singular, das ich, entspricht he und das Partizip von kochen ist regelmäßig, also haben wir cocinado. Damit kommen wir zum zweiten Beispiel. Heute hast du viel geredet. Wie könnte man das auf Spanisch ausdrücken? Hoy has hablado mucho. Hier wieder das gleiche. Heute, also hoy, ist ein Signalwort für das Perfecto. Du entspricht der Form has, reden heißt hablar, also ist das Partizip hablado, denn es ist regelmäßig. Und damit kommen wir zum dritten Beispiel. Er hat noch nicht viel gelernt. Wie könnte man das auf Spanisch sagen? Todavía no ha aprendido. Noch nicht heißt todavía no. Die dritte Person Singular von haber ist a. Lernen heißt aprender, also müssen wir nur noch unseren Satz zusammensetzen. Er hat gelernt, heißt also ha aprendido. Und damit kommen wir zum vierten Beispiel und zwar haben wir die Wahrheit gesagt. Der deutsche Satz heißt, wir haben die Wahrheit gesagt. Wie könnte man das auf Spanisch ausdrücken? Hemos dicho la verdad. Wir entspricht hemos, sagen bedeutet decir. Aber Achtung, das Partizip von decir ist unregelmäßig, also haben wir die Form dicho. Zusammengesetzt haben wir also hemos dicho für wir haben gesagt und la verdad für die Wahrheit. Und damit kommen wir schon zum fünften Beispiel. In diesem Monat habt ihr nicht den Tisch gedeckt. Auf Spanisch heißt das En este mes no habéis puesto la mesa. In diesem Monat bedeutet en este mes und ist, klar, ein Signalwort fürs Perfecto. Die I-Form entspricht habéis. Den Tisch decken heißt im Spanischen poner la mesa und da müsste deine Alarmglocke klingeln. Denn das Partizip von poner ist na puesto, richtig. Also habt ihr habéis puesto la mesa für ihr habt den Tisch gedeckt. Und dann sind wir schon beim sechsten Beispiel und wir haben wieder einen einfacheren Satz als den gerade eben. Nämlich, heute haben sie angerufen. Auf Spanisch heißt das Hoy han llamado por teléfono. Heute, also hoy, ist natürlich ein Signalwort fürs Perfecto. Anrufen heißt llamar bzw. llamar por teléfono und sie, die dritte Person Plural, entspricht der Form an. Zusammengesetzt haben wir also hoy han llamado por teléfono. Und dann sind wir schon beim vorletzten und siebten Beispiel. Der deutsche Satz heißt, ich habe meine Aufgaben gemacht. Auf Spanisch he hecho mis tareas. Sehr vorbildlich würden wir sagen. Ich entspricht der Form e des Hilfsverbs und machen heißt hacer. Aber hier wieder aufgepasst, das Partizip von hacer ist unregelmäßig, also haben wir hecho. Meine Aufgaben heißt mis tareas und wenn wir jetzt unseren Satz zusammenbauen, dann haben wir he hecho mis tareas. Und schwupps, schon kommen wir zu unserem letzten Übungssatz. In diesem Jahr hat sie viel geschenkt. Wie könnte man das auf Spanisch ausdrücken? En este año ha regalado mucho. In diesem Jahr bedeutet este año. Viel heißt bekanntermaßen mucho und für sie brauchen wir die dritte Person Singular des Hilfsverbs, also a. Schenken heißt regalar und ist regelmäßig. Also heißt das Partizip regalado. Zusammengesetzt haben wir dann folgenden Satz. En este año ha regalado mucho. Also unser Tipp, schau dir nochmal die unregelmäßigen Formen beim Perfecto an. Wenn du die Theorie noch einmal wiederholen möchtest, dann klick hier und auf die Playlist. Abonnieren, Video an Freunde teilen und Daumen hoch, freut uns sehr. Also mach's gut, bis bald und ciao.